Sie ist die jüngste Praktikantin der Polizeiinspektion in Hermeskeil. Für die 9-jährige Grundschülerin Sina ist längst klar, was sie später einmal machen will. Ich wollte Polizistin werden, weil ich anderen Leuten helfen will. Und der Brief war mein Opa seine Idee. Opa Rudolf und Oma Gertrud unterstützen ihre kleine Enkelin natürlich gerne, wenn es um ihren Traumberuf geht. Zum Beispiel mit einem Bewerbungsbrief an Landesinnenminister Michael Ebling. Dass die Idee nur vom Opa kommt, will der so nicht stehen lassen. Das war nicht ganz meine Idee, das war ein Dialog. Wir waren im Wohnzimmer und die Sina hatte jetzt momentan nichts zum Spielen und hatte gesagt, ich habe Langeweile. Da habe ich gesagt, was willst du denn werden? Ja, Polizistin. Da habe ich gesagt, da musst du dich auch mal bewerben. Ein paar Wochen später kommt dann ein Antwortbrief aus dem Innenministerium. Ich habe den als erstes gelesen, da war ich ziemlich überrascht. Weil ich auch nicht erwartet habe, dass der Herr Ebling mir eine Antwort schickt. Doch der antwortet nicht nur, sondern schaut auch zu Sinas Schnupperpraktikum vorbei. Mit dem Brief im Gepäck, für den sich Sina mächtig ins Zeug gelegt hat. Eigentlich schreibe ich nicht so ordentlich, aber bei diesem Brief muss ich so ordentlich sein. Also ich finde, das ist dir sehr gut gelungen. Mhm. Steht alles Wichtige drin. Man bekommt ja heute selten auch Briefe, die mit der Hand geschrieben sind und dadurch sticht er schon heraus. Aber das Tolle ist, es ist ein 9 Jahre altes Mädchen und die hat jetzt schon den festen Wunsch, zur Polizei zu gehen. Und da dachte ich mal, da stellen wir die Weiche gleich richtig. Deshalb bekommt Sina die Chance, sich alles anzugucken, hört aufmerksam zu und packt mit an, wenn es drauf ankommt. Da ist es schon gar keine Frage, wie das Praktikumszeugnis am Ende ausfällt. Sehr aufgeschlossen und mutig, würde ich sagen, ne? So wie eine Polizeibeamte nachher sein muss. Und ich bin mir sicher, dass wir sie dann in 10 Jahren oder so einstellen werden, wenn sie das weiter so verfolgt. Deutsch und Sport sind die Lieblingsfächer, beste Voraussetzungen und vom Selbstbewusstsein her sowieso. Für Sina ein Tag voller spannender Einblicke. Für die vielleicht jüngste Polizeipraktikantin des Landes hat sich die Initiativbewerbung auf jeden Fall gelohnt.